Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute möchte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus dem Schlund und zwar aus diesen Invasionen. Diesmal habe ich die Ventier-Invasion ein bisschen abgeklappert und da gibt es dann einmal die Kriegskasse des Ernters. Von diesen habe ich insgesamt 10 Stück. Ich habe da ja auch schon ein paar aufgemacht. Und zwar sind es, glaube ich, 19 Stück habe ich von denen schon geöffnet, war leider bis jetzt kein Mount drin. Ich hoffe, in den 10, die wir jetzt uns geholt haben, haben wir vielleicht einen Mount. Wäre ziemlich nice, zumindest wenn eins drin wäre. Und ja, ich würde sagen, wir starten einmal durch. Kiste Nummer 1, Seelenglut. Okay. Ja gut, das war schon mal nix, aber wir haben ja noch 9 Kisten. Dann haben wir hier Kiste Nummer 2 auf dem Twink. Einen Ring. Tempo und Versa. Was ist denn das hier? Das ist noch eine andere Kiste. Die können wir auch noch aufmachen. Da ist jetzt aber kein Mount drin. Ich bin am überlegen. Ich habe mit dem Twink nämlich den Ring habe ich schon abgegradet, ne? Mit dem Twink farme ich nämlich nebenbei im Main immer auch so ein bisschen hier die katalogisierte Forschung und grade ein paar Sachen ab. Aber da haben wir das tatsächlich schon. Okay, schade. Zweimal quasi kein Mount-Item. Dann loggen wir mal weiter durch. So, schauen wir mal. Dann haben wir hier Kiste Nummer 3. Was haben wir denn da? Noch ein paar Einladungen und... Ah, schau mal, so ein Item, wo man beim Gluthof die Zeit um 60 Sekunden verlängern können. Das kann ich tatsächlich brauchen auf dem Char, aber wie gesagt, ein Mount wäre natürlich deutlich nicer. So, dala, hier müssten wir auch noch eine Kiste haben. Gut, das waren jetzt 4. So, nächster Char. Wo haben wir die Kiste? Nummer 5. Oh, Conduits. Und Seelenglut. Ich sag's euch mit diesen Kisten, ne? Kriege ich halt mit den Twinks wahrscheinlich genug Seelenglut zusammen, um mir da irgendwann ein höheres Legendary zu craften. Schau dir an, der Twink hier, der hat schon 350 Seelenglut, der war noch nie in Torghast unterwegs, wirklich noch nie. Ne? Wenn ich weiter so Pech habe, dann werde ich mir wahrscheinlich irgendwann einen Rang 5 Legendary bauen können. Okay, ich krieg keine Soul Ash, ne? Nur die Seelenglut, das ist Soul Sin, ne? Oh boy. Okay, 5 haben wir. Hier haben wir nochmal eine Kiste. Nummer 6. Einen Umhang. Ich den exakt gleichen Umhang habe ich schon. Gut. Gut. Und weiter geht's. Dann haben wir 6 Kisten aufgemacht. Kiste Nummer 7. Da ist eine Hose drin. Jetzt schauen wir mal. Das hier. Naja, das ist zumindest ein Ticken besser, ne? Zumindest einen Ticken. 207. Das kann ich nur upgraden. Okay, Mount war leider keins drin. Conduit haben wir auch noch bekommen. Gut, dann loggen wir hier schon mal wieder aus. Was haben wir auf dem anderen Account? Da oben. Einen Umhang haben wir drin. Ja gut, das ist Crit, Mastery, Tempo. Naja, zumindest von den Stats ist er vielleicht ein Ticken besser. Okay, ja, dann haben wir jetzt noch 2 Chancen über. Mal gucken, ob da was kommt. So, die letzten 2 Kisten. Komm, drück mir die Daumen. Ich würde ganz gerne das Mount haben, dann muss ich das Zeug nicht mehr farmen. Oh, da war viel drin, aber ich glaube kein Mount. Eine Hose haben wir drin. Rubine, ein Conduit war drin. Okay, Tempo und Versa. I don't know, was ein DH braucht. Wir ziehen es einfach an. Mehr Item-Level ist egal. Okay, und ja, dann die finale und letzte Kiste. Komm bitte, ich habe jetzt schon so viele Kisten aufgemacht. Dieses Mount. Wie viel sind es? 29 Tries habe ich jetzt alleine auf die Kiste. Okay. Ja gut, ich glaube, da müssen wir leider dann nochmal lostigern, wieder ein paar Kisten sammeln. Sobald ich wieder genug habe, würde ich sagen, dann melde ich mich wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dann. Ciao.